Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Ich hoffe, man hört mich immer noch. Wegen bekannten Gründen, aber das ist ehrlich gesagt jetzt auch egal. Sollte es nicht so sein, ja, dann muss ich halt wieder neu laden. Naja. Hexa Argento. Den könnte ich eigentlich mal verwenden, aber ich habe eigentlich schon ziemlich gute Sachen und ich brauche eine Kämpferin. Das heißt, ich lasse es mal drin. So, das letzte Mal. Genau, was wollte ich eigentlich gucken? Ach ja. So. Wir haben den Sternenschlüssel und wir haben den Mondschlüssel. Wir haben unsere Leute hierher postiert. Und der Typ hat uns eine Hand gegeben. Eine Hand, mit der wir unter anderem hier oben die... Und hier unten... Hier. Die Stadt öffnen, den Zugang zur Stadt öffnen können. Aber das werden wir noch nicht tun. Denn wir werden jetzt erst mal gucken, was es mit diesen Sonnenelementaren, diesen Mondelementaren auf sich hat. Ach, Ascheskelette sind hier, alles klar. Das heißt, ich muss hier auch aufpassen. Hier sind die Elemente gefangen und ich glaube zu wissen, was man mit denen anstellen muss. Ich weiß nur nicht, soll ich Craig mal fragen? Oder nicht? Na, ich werde jetzt einfach mal das Ding hier befreien. Neben dem Schlüssel sind die Symbole von Sonne, Mond und Stern eingraviert. Moment. Ich könnte es eigentlich auch so machen. Okay, ich müsste hier für eine Sonnenmünze, eine Sternmünze und eine Mondmünze einwerfen. Ich habe aber nicht genug, also ich habe nicht viel Sonnenmünzen. Ich weiß auch nicht, was ich hier in diese Menhire einmachen muss. Das versuche ich auch mal. Diese Elementare helfen uns, an den Türmen vorbeizukommen. Für den Vorwärts, vorwärts! Genau, an den Türmen. Okay. Ich kann noch nicht erhöhen, oder? Doch, kann ich. Perfekt. Das heißt, ich werde hier noch ein paar Totems bauen. Moment, wie viele sind das denn? Zu den Waffen. 16. Dann mache ich... So, und dann habe ich wieder eine gerade Anzahl. Why not? So, was steht hier auf dem Menü? Stern, Sonne und Mond. Okay. Eine Inschrift sagt, opfere 3 Münzen deiner Wahl und empfange deine Belohnung. Nein, mache ich nicht. Das mache ich noch nicht. Ich habe nämlich irgendwo eine Liste, wo drauf steht, was ich davon bekomme. So. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt... ich könnte erstmal das Mondelementar befreien. Nee, dann greift mich die Mondstadt an. Ich könnte erstmal... Mit meiner Armee, also ich spiele gerade Möglichkeiten durch, wie ich zur Sternstadt, zur Sonnenstadt komme. Und zwar, ich könnte hier die Hand hintun, das Tor hier öffnen und mich rein und mich durchschleichen. Das Problem ist, dann bin ich ungeschützt. Und wir wissen ja, Feuer macht denen nicht viel aus. Das heißt, wenn ich da Feuerleute hinbaue, Feuerwerfer, ich fange erstmal hier ein paar Feuerwerfer anzubauen. Wenn ich da Feuerwerfer jetzt hinbauen würde, dann macht das den, dann wird das die nicht viel aufhalten. Ich möchte aber mit meiner gesamten Armee, wenn dann, dahin. Das Problem, oh, ein Blutdieb. Das Problem ist halt auch, wenn ich hier das Tor öffne, weiß ich nicht, ob die Sonnenstadt mich dann von hier aus angreift. Der da scheint mir helfen zu wollen für sein Leben. Ich weiß halt nicht, ob es zählt, wenn ich die Mondstadt mit, wenn ich die Türme der Mondstadt mit dem Mondelementar angreife, ob das schon als Bruch des Paktes zählt oder nicht. Ich glaube, ich gehe mal zu Craig. Vielleicht hat der noch was zu sagen, weil ich bin mir echt unsicher, was das angeht. Ja, Stufe 19. Das ist auch wirklich, mir wurde gesagt, Stufe 19, what? Das ist ein ziemlich niedriges Level für Shaldun. Ich weiß.
Deswegen überlege ich mir, ob ich, oh nein. Oh Gott, ich dachte schon, ihr lauft. Okay. Für den Clan. Lauft! Mir wurde gesagt, dass Shaldun ein ziemlich niedriges Level für... Oh nein, die sehen mich doch, die sehen mich doch. Ein ziemlich niedriges Level für... das Level 19, ein ziemlich niedriges Level für Shaldun ist. So. So meinte ich Was das. wollt ihr? Und, das kann Lasst uns sein. lieber Krieg Deswegen habe ich mir führen. überlegt, ob ich mal Extremleveln mache. Einfach mal den gesamten Abend den PC anzulassen und einfach Sachen gegen meine Verteidigung branden zu lassen. Und warum lauft ihr so weit raus? Ihr macht mich wahnsinnig gerade. Ich glaube, ich werde die nächste Welle mal abwarten und dann erstmal die Viecher da auslöschen. Das geht ja gar nicht. So, Craig, was hast du mir noch zu sagen? Ohne Krieger? Nichts. Okay. Ich weiß auch, dass ich bei der Sonnenstadt viele Sonnenmünzen kriege. Und Sonnenmünzen, da... Ich habe hier genug Sternenmünzen eigentlich. Da könnte ich eigentlich, ja. Ich befreie erstmal das Mondelementar. Und dann überlege ich mir, was genau ich mache. Hier ist die Verteidigung der Mondstadt. Welle, kannst du mal kommen? Dann kann ich... Aha. Wie auf Stichwort kommen sie? Dann speichere ich nämlich. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Stirb, Ein Schreckensritter. Gegenangriff. So. Ja, ich befreie jetzt erstmal das Mondelementar. Ich speichere aber vorher ab. Weil Hinterturm. die Welle kommt ja jetzt auch... Die Welle kommt ja jetzt auch, die ist ja jetzt bald vorbei und dann laufe ich mit denen hier zu den Wüstendrachen. Die werden nämlich langsam zu einem Problem. Zu den Chen. Waffen. So, dann speichere ich mal hier auf dem Schalldun-Speicherstand ab. Jawohl. Vorwärts, Falls was mit der vorwärts. Aufnahme ist, kann ich dann immer noch... Jawohl. Lauft. Ja. Kann ich dann immer noch zurückgehen. So. Tue wie befohlen. Ich weiß ja nicht, was die Wüstendrachen hier für... Oh mein Gott, gehen die schnell down. Da macht Groz hier nieder. Boah! Entdeckung! Mach den Wüstendrachen kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommen viele. Jetzt kommen viele. Aber egal, das ist es mir wert. Meine Armee ist schließlich gut gerüstet Entdeckung! dafür. Ah, die können Lebensentzug, habe ich gerade gesehen. Mach die mal kaputt. Vorwärts, Na, vorwärts! das ging ja schnell. Ah, du hast eine Sonnenmünze. Wunderbar. Zaubernebel, Stufe 7. Wunderbärchen. So, und einen Nebelzauber hast du auch noch für mich. Brauche ich zwar nicht besonders, aber egal. So, Feuerball Stufe 8. Oh mein Gott, geil. Wo sind die So. Gegner? Na, den werde ich gleich mal einsortieren. Jawohl. Endlich mal einen Feuerball. So. Dann werde ich gleich mal das Mondelementar befreien. Sonnenmünze. Mondmünze. Sternmünze. Yes. So. Hallo Mondelementar, jetzt kann ich dich steuern. Ich postiere dich mal da Was oben, weil jetzt? ich weiß nämlich noch nicht, Arbeit, immer nur ob Arbeit. ich es wirklich wagen werde, auf die Mondstadt zuzugehen. Ich gehe jetzt erstmal hier vors Tor mit meinem Avatar. Ich glaube, ich werde die nächste Welle abwarten. Ah, Ich kann obwohl, nicht ich laufen. brauche noch mehr Kämpfer. Ich habe halt jetzt das Maximum erreicht und ich glaube, wenn ich eine kleine Patrouille hier postiere, so von 15 Mann,
dann müsste das eigentlich auch wunderbar klappen. Dann könnte ich die hier abziehen. Die anderen könnten hier wachen bis... Ja. Und, dann wäre es wunderbar. Dann könnte ich meine Armee... Meine Armee könnte ich mitnehmen. Aha. Lauter Skelette, okay. Sag bloß, das ist hier nur ein... Nee, sag bloß. Hier komme ich gar nicht durch. Ach doch, hier komme ich durch. Ich dachte schon, hier komme ich nicht durch. Moment, da ist ein Gargoyle. Die Quest habe ich schon auf der anderen. Oh je, die kommen doch alle. Die werden doch alle lebendig. Das kann mir keiner sagen, dass sie nicht lebendig werden. Ja, das sieht ganz danach aus. Okay. Hier ist ein Sonnenturm. Ach je, Mine. So. Ich baue... Nein. Elementar. Was jetzt? Ihr baut mir noch einen Turm hier hin. Na los. Moment, ich habe kein... Nee, ich habe nur mittleres Haupthaus. Ja, dachte ich mir. Wie viel brauche ich denn? 1000. Oh. Ich muss wahrscheinlich bald hier unten nochmal... Oh, hier ist ganz schön viel Fisch. Dann baue ich hier unten eine Fischerhütte hin. Es macht ja nichts. Ich kann die ja hier ein bisschen nach vorne tun. Lenia wird noch fleißig gesammelt. Das ist gut. Ich bin so froh, dass die Sternstadt schon mal weg ist. So. Ja. Dann baut mir mal eine Fischerhütte. Ja, baut die mal hier hin. Hier ist auch ganz viel Holz. Ich könnte eigentlich auch mal die Holzfälle... Obwohl... Die finden schon überall Holz. Ja. Ich könnte eigentlich auch noch ein zweites Nahrungslager bauen, aber da weiß ich halt auch nicht. So viele Entscheidungen, Leute. So viele Entscheidungen. Vor allem, ich bewege mich eigentlich gerade nicht so weit weiter. Ich... Bau einfach. So, ich baue jetzt auch noch ein paar Feuerwerfer hier unten hin zur Unterstützung, weil es kann ja sein, dass die trotzdem ein bisschen aufgehalten werden davon, weil ich glaube nicht, dass die eine hundertprozentige Resistenz dazu haben. Hier sind die also nach Miratur gekommen. Was diese Dinger hier machen, schaue ich nochmal nach. Ah. Okay, also die Patrouillen hier sind auch irgendwie schwächer geworden. Für den Clan. Und meine, die Kämpfer, die mir Craig gegeben hat, sind auch ziemlich stark. Magierschild aus Lavagestein. Brauche ich nicht, ich habe leichte Kriegskunst. So, ah, da sind sie doch. Die Fischerfreunde. Ja, ich würde aber auch sagen, meine lieben Leute, ich beende den Part jetzt hier schon mal. Ich hoffe, man hat mich gehört, weil sonst bin ich echt fuchsig. Ich lasse mir was einfallen, was das Mondelementar angeht. Ich schwebe jetzt einfach mal hier rum. Das ist so. Und ich werde wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen abwarten, ein bisschen farmen vielleicht auch, dass ich näher an Stufe 20 komme. Hier ein paar Feuerwerfer aufstellen. Und ich würde sagen, wenn ich mich entschieden habe, was ich mache, melde ich mich wieder mit meinem neuen Video. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Also bis dahin. Ciao.